Noch etwas verschlafen, zumindest bei mir. Normal jetzt aufstehen und Frühstück. Ja, dann mache ich auch eine schöne Trainingsausfahrt und dann schaue ich nachmittags auf dem Sportplatz Fußball. Okay, wie lange bist du heute dabei? Ich schaue mal, dass ich die erste Stunde mithalten kann. Alles klar. Wir werden das mal beobachten. Ja. Und zur Not, wir haben zwei Autos, da können wir warten. Perfekt, perfekt. Und zwar in Badenweiler sind wir jetzt bei Felix Odebrecht. Selber einst ein erfolgreicher Radprofi, unter anderem Teilnahme Paris-Roubaix, bist für das Team Wiesenhof gefahren, ist jetzt schon ein paar Jährchen her und du kommst ursprünglich aus Berlin. Was hat dich denn hier in den Schwarzwald verschlagen? Im Endeffekt, angefangen hat alles mit einem Trainingslager hier in Badenweiler und irgendwie ist mein Herz hier hängen geblieben. Ich fühle mich hier wohl, habe irgendwann beschlossen, als ich das erste Mal hier war, wenn ich mal damit Geld verdiene mit dem Radfahren, dann muss ich hierher ziehen, weil trainingstechnisch gibt es keine geile Region, um Trainingspläne umzusetzen etc. Auf jeden Fall Herz hier dran verloren an der Region und versucht halt über die Jahre nochmal das Hobby zum Beruf zu machen und habe mir hier meine Bikestation eröffnet. Das ist Maja, das ist unser Wachhund. Wo finden wir denn deine Bikestation hier eigentlich in Badenweiler? Die Bikestation ist eigentlich relativ zentral. Aber trotzdem versteckt. Wir sind direkt am Kurhaus, am Schlossplatz, das heißt so der Mittelpunkt von Badenweiler. Wir haben die Touristeninformation direkt um die Ecke. CDS heißt Cycle Training Schwarzwald. Also die allererste Idee war genau das Ziel, was ich verfolge, dieser Radtourismus hierher zu holen. Und dann hat sich alles andere dann auch entwickelt noch. Okay, Jascha, du bist also auch ab und zu mal hier, so 3-4 Stunden? Täglich, wenn ich da bin. Okay, wie weit hast du es bis hierhin? Na, eine Stunde 15. Okay, also aus Freiburg sozusagen? In Freiburg eine Stunde 15 und dann mache ich hier mein Kaffeepäuschen. Ist das perfekte Trainingsgebiet halt hier auch, ne? Den hast du doppelt gemacht jetzt? Die sind 42 Gramm. Okay. Wenn du da einfach nicht den Korn auf der Schwärze machst, boah. Ich krieg schon Gänsehaut, so stark ist der.